Hallo ihr Lieben, wie versprochen machen wir heute einen Look aus dem High School Musical Film, wobei das nicht unbedingt speziell auf den Film gemünzt ist, sondern eben eher auf die Hauptdarstellerin Vanessa Hudgens. Und sie schminkt sich immer so in dieser Art. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert und würde euch jetzt gerne zeigen, wie ich das gemacht habe. Wie immer habe ich auf diesem Auge schon die Urban Decay Primer Potion aufgetragen. Wie das geht, denke ich, wisst ihr ja sicherlich alle und deswegen spare ich mir das jetzt. Ich komme immer mit den 10 Minuten so knapp hin. Ja. Und dann nehmt ihr euch erstmal einen sehr natürlichen Lidschattenton. In meinem Fall ist das von MAC, der Orb. Also es ist einfach ein schöner Nude-Ton. Und den tragt ihr erstmal auf drei Viertel des Lides auf. Ihr wundert euch jetzt sicherlich, warum ich den so einzeln habe, denn ich hatte den auch schon mal in meiner wunderschönen Lidschattenpalette drin. Und ich kann euch das leider noch nicht erzählen, warum das so ist. Denn das wird eine Überraschung zur Eröffnung meiner Homepage. Und ja, deswegen müssen wir da jetzt mit so einem Provisorium vorliegen nehmen. So viel dazu. Ich habe alles umorganisiert. Ich habe richtig tolle Sachen für euch bekommen, aber mein Eröffnungsangebot kann ich euch jetzt leider noch nicht verraten, da meine Page ja noch nicht fertig ist. So, als nächstes machen wir dann weiter mit dem NYX Pigment Orange und das tragt er auf der anderen Seite von dem Lidschattenpinsel auf und macht das dann im Prinzip im hinteren Drittel auf das Lid drauf. Wird das Ganze dann... Als nächstes nehmt ihr euch von der 120er Lidschattenpalette das dritte Schwarz. Ich nehme, glaube ich, immer das dritte Schwarz, wenn ich Schwarz aus der Lidschattenpalette nehme. Pencil Brush, ganz wenig. Ganz wenig. Und das tragt ihr jetzt hier auf und in eure Lidfalte, also im Prinzip wie so ein kleines V. Döppt die Farbe erstmal so dahin. Döppt? Gibt es das Wort überhaupt? Also tragt sie erstmal so ein bisschen, oder tupft sie so. Tupft sie erstmal da so ein bisschen hin. Und dann kommt jetzt wieder die Verblendung. Das könnt ihr auch mit dem gleichen Pinsel machen. Oder wenn ihr das lieber wollt, mit einem etwas fluffigerem. Ich habe meinen Blender Brush jetzt gerade nicht hier, deswegen mache ich das dann mal damit. Und dann ziehe ich das so ein bisschen bis nach oben hin, also das soll sehr, 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 sehr sanft auslaufen. Könnt ihr auch ein bisschen mit dem Finger machen, aber letztendlich, ihr kommt eh nicht drum rum, euch ein paar vernünftige Pinsel zu kaufen, wenn ihr euch langfristig schön schminken wollt und dann nehmt einfach irgendwie so ein Einsteiger-Set, da sind die meisten oder so die gängigsten Pinsel dann eigentlich drin. So, jetzt habe ich das schon so ein bisschen verblendet und jetzt trage ich noch ein bisschen stärker die Farbe auf, um das seitengleich zu machen. Und überwiegend mache ich das hier in der Lidfalte, weil wenn man das Auge dann so offen hat, dann so kommt es dann so ganz gut raus. So, dann habt ihr das so. Und jetzt kommt das Geheimnis dieses Make-ups, der wunderschöne schwarze Eyeliner. Ich habe etwas Neues. Einen Gel-Eyeliner oder Creme-Eyeliner, nee, Gel-Eyeliner heißt das, glaube ich. Nachdem ich so viel Gutes davon gehört hatte, wollte ich es auch selber ausprobieren und ich habe die gleich in meinen Shop aufgenommen. Gibt es erstmal in drei Farben, schwarz, braun und dunkelblau. Die sind super. Ihr nehmt euch dazu einen feinen Pinsel, das ist jetzt zum Beispiel so ein Eyeliner-Pinsel, dippt den so ein bisschen da rein, also braucht man wirklich nicht viel und geht so in so strichelnden Bewegungen quasi übers Augenlid. Jetzt ein bisschen viel. So.
Der hat den Look von einem Flüssig-Eyeliner, lässt sich aber viel, viel einfacher auftragen. Also das, was wir alle schon gesucht haben. So, den trage ich jetzt also oben erstmal auf. Erstmal so eine recht dünne Linie. Das ist jetzt dann wieder der haarige Teil des Make-ups, aber... Also ich muss sagen, wenn ich mir vorstelle, ich hätte das mit Flüssig-Eyeliner gemacht, das hätte lange nicht so gut geklappt. Und den Flüssig-Eyeliner, den kann man auch nicht in den Nassbereich machen, was wir mit dem machen können. Ihr könnt da natürlich auch einen Kajalstift zu nehmen. Das Ding ist nur, dass der Kajalstift erstens nicht so lange hält, zweitens nicht so exakt aussieht. Aber bevor ihr es dann gar nicht macht, könnt ihr es auch damit machen. Dann ist nur wichtig, dass ihr den gut anspitzt. So, da sieht das irgendwie so aus. Also mit dem Licht ist irgendwie doof hier. Und jetzt habe ich den ja auf dieser Seite nach außen hin ein bisschen dicker gemacht, damit man, wenn man im Prinzip das Auge aufmacht, da ja, der Blick so richtig schön wow geht. Und das mache ich jetzt dann auf der anderen Seite auch. Also im Prinzip ab der Hälfte des Auges nochmal dicker werden. Und wieder habe ich den Bildschirmschoner nicht ausgemacht. Ja, bald habt ihr euch an das Blubbern gewöhnt, dann brauche ich es auch nicht mehr machen. So, und dann nehmt ihr euch den und wie gesagt, unten auf die Wasserlinie. Das ist ein sehr verträglicher Eyeliner. Also der ist wirklich richtig klasse. Ich kann euch noch nicht sagen, wie viel der kostet, aber ich glaube so um die 8 Euro. Ich habe jetzt schon ein paar Stimmen gehört, dass die durchaus mit MAC Fluid Line vergleichbar ist. Kann ich nicht sagen, weil ich da keinen von habe, aber von dem Produkt selber bin ich echt total überzeugt. So, und dann habt ihr das auch innen aufgetragen. Dann kommt jetzt als nächstes die Mascara in 3 Schichten. Weil bei Vanessa ist das eigentlich der Look. Dicken, schwarzen Eyeliner und dolle Wimpern. Die trage ich natürlich falsche Wimpern, wie eigentlich fast jeder Promi, aber... Wir ja nicht, wir wollen ja zwar so aussehen wie, aber... Wir sind ja nicht auf dem Red Carpet und insofern... tun es die normalen Wimpern dann auch. Das Ganze dann auch noch mal unten tuschen. Ebu, weißt du eigentlich, dass ich jedes Mal, wenn ich jetzt meine Wimpertusche benutze, eigentlich denken muss? Von wegen bloß nicht abstreifen, bloß nicht abstreifen. Meistens gelingt es mir auch ganz gut, aber manchmal eben nicht. So, dann habt ihr eure Wimpern getuscht. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist, ich habe so ein Glow-Puder aufgetragen hier, wie so eine Art Rouge. Sowas hier, um so ein bisschen den Latina-Look zu bekommen. Also dafür habe ich wirklich supi wenig auf den Pinsel genommen und dippe das jetzt noch mal in dem Deckel ab. Also man braucht echt nur super wenig. Und dann so ein bisschen hier auf die Wange für so ein ja, inneres Leuchten im Prinzip. Aufgetragen. Das könnt ihr gar nicht sehen, aber es ist da, ich schwöre. So, und dann hat sie bei diesem Look immer einen relativ dezenten Lippenstift. Es kann jetzt was in Brauntönen sein. Ich habe mich jetzt mal für was leichtes Roséfarbenes entschieden. Ist von Lip Fusion. Ist
bisschen mit Glitzer. So. Jetzt könnte ich eigentlich meine Haare noch aufmachen, um wirklich so ein bisschen den Vanessa-Look zu kriegen. Aber naja, ich bin blond. Egal. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Fotos kommen noch und ja, bla 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 bla, wie immer. Ciao, ciao, eure Coco.